mit Jasmia, Seth und Mind. Hör gut zu, damit du's weißt. Die Theorie ist echt ganz leicht. Im Verlauf der Entwicklung werden gesellschaftliche Rollen in zwei Stufen gelernt und Punkt. Unmittelbare Personen sind die signifikant anderen. Identifizieren mit denen müssen sich alle Edukanten. Play ist der Begriff dafür, der Begriff für Rollenspiel, zu gucken, was andere erwarten und sich dann daran zu orientieren. Es lernt aus sich rauszugehen, andere Perspektiven zu sehen. Identität kann nur durch Mitmenschen entstehen. It's just be yourself and mind. Hör gut zu, damit du's weißt. Die Theorie ist echt ganz leicht. Im Verlauf der Entwicklung werden gesellschaftliche Rollen in zwei Stufen gelernt und Punkt. In der Identität gibt es zwei Seiten. Die personale Seite mit I und die soziale Seite mit me. Und die Identität nennt mich ganz einfach self. Und das meint, das merkt ihr jetzt, ist der streitschlichtende Elf. Nun in der zweiten Stufe kommt noch vorhin dazu ein weiteres Rollenspektrum und das Kind lernt komplexere Spiele. Das heißt nach Meat Game. Ich weiß, der Name ist echt lame, doch gemeint sind Spiele wie Fußball, also Spiele mit einem Team. Generalisierten anderen sind also ganz allgemein die gesellschaftlichen Rollen. Auf Deutsch Rollenübernahme ist bei Meat Rotate.